Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe 2024 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Ja, bei mir auf dem Land ein eher seltener Anblick, in der Stadt werde ich aber regelmäßig fast von ihnen umgefahren. Die Rede ist von Lastenrädern und E-Bikes. Auch im Handwerk wundert man sich über den Wechsel von so manch autobegeisterten Mitarbeiter auf das Elektrorad, auch wenn das natürlich nicht immer freiwillig ist, oft ist es auch ein erzwungener Umstieg nach Führerscheinentzug. Wie dem auch sei, der Wechsel auf das E-Bike hat häufig unerwartete Teambuilding-Effekte und schärft auf jeden Fall wieder die Wahrnehmung für die Umgebung. Entscheider sind sich dem bewusst und haben in der Regel mittlerweile intensive Erfahrungen und Lernkurven absolviert und genau darum geht's in einem Beitrag der September-Ausgabe. 5 Handwerker berichten über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema und was sie genau gesagt haben, das berichtet mir nun Chefredakteur Patrick Neumann, der den Beitrag von Autorin Annemarie Schneider betreut hat. Hi Patrick, bevor wir ins Detail gehen, noch kurz die Überblicksfrage. Wie viele E-Bikes gibt es denn überhaupt mittlerweile in Deutschland? Ja, hi Ramon, super, dass ich heute wieder dabei sein darf im Podcast und das als Auto- und Fahrradfan. Das macht mir besonders viel Spaß. Ja, zu den Zahlen, die legt immer der Zweirad-Industrieverband vor, ZIV wird der abgekürzt, und 2,1 Millionen E-Bikes waren es 2023, 2,2 Millionen 2022, 2 Millionen 2021. Also man sieht, das ist eine tolle Erfolgsstory und da bewegt sich eine Menge per Akku angetrieben auf der Straße. Jetzt frage ich gleich mal den Stadtbewohner Patrick Neumann. In München werde ich, wie gesagt, von Lastenrädern schier umgefahren. Auf dem Land, in der Umgebung von Landsberg am Lech, bei mir zu Hause, sehe ich das Gefährt aber eher selten. Sind diese eben genannten hohen Zahlen nicht auch ein bisschen ein absolut urbanes Phänomen? Ja, das würde ich gar nicht mal sagen. Und da spreche ich jetzt als Gravelbike-Fahrer selber. Wenn ich da unterwegs bin mit dem Bike, werde ich oft am Berg überholt. Also wahrscheinlich liegt es an meiner Fitness, der mangelnden. Aber was beiseite, nein. Also man sieht da wirklich wahnsinnig viele E-Bike-Fahrer, die da unterwegs sind. Klar, im Umland von München. Aber wir haben uns bewusst 5 Beispiele aus dem Handwerk gesucht, die nicht in großen Metropolen stattfinden. Also in Stemmwede, in Bayreuth, in Meppen, in Kirchzarten und in Leinfelde-Worbis. Das sind ja wirklich jetzt nicht die großen Metropolen, aber da sind die E-Bikes und die Handwerkerinnen und Handwerker mit ihren E-Bikes eben im Einsatz. Ja, super. Jetzt bist du auch schon mitten im Thema. Erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über die Protagonisten des Beitrags. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem Thema Elektrofahrräder im Handwerksalltag gemacht? Ja, was mich total freut, ist, dass die so unterschiedlich sind, diese Erfahrungen, also diese positiven Erfahrungen. Einmal bei Elektroröhe steigen wir in die Geschichte ein, da geht es um Teambuilding. Da sagt zum Beispiel die Prokuristin Nadine Röhe, Originalzitat, obendrein hat es diese Gruppe einander näher gebracht und den Teamgeist gestärkt, weil sie sich zu gemeinsamen Touren verabreden. Also die treffen sich da, fahren gemeinsam mit ihren Fahrrädern rum und solche Ausflüge seien nun 2-mal im Jahr geplant. Ihr Wunsch ist, also der Wunsch von Nadine Röhe, dass dieser Effekt dann weiter anhält. Dann gibt es aber auch die Brauerei Gebrüder Meisel aus Bayreuth, die sehen darin ein äußerst attraktives Tool des Mitarbeitermarketings. Infratec Bau tut seinen Mitarbeitern einfach gerne was Gutes mit hochwertigen Leasingrädern. Johannes Mager von Tiny Home Factory, der sagt einen ganz spannenden Aspekt oder nennt einen ganz spannenden Aspekt, nämlich einmal das Thema Entspannung und Entschleunigung im hektischen Handwerksalltag. Fand ich auch ganz interessant. Und das Autohaus Albertsmeier, also wirklich ein Autohaus, das stark aufs Thema Fahrrad, Dienstrad, E-Bike setzt, für die ist die Fachkräftebindung und das Thema Krankheitsquote ganz wichtig. Also da sagt zum Beispiel Personalleiterin Juliane Blei
besonders weil es die sportliche Betätigung forciert und dadurch die Krankheitsquote ein Stück weit sinkt. Das haben die festgestellt. Fünf ganz unterschiedliche Vorteile und spannende Themen bzw. Geschichten aus dem Handwerk. Super. Patrick, bevor wir jetzt wieder Leserbriefe bekommen, dass wir hier eine grüne oder linke Agenda verfolgen, gleich mal die Nachfrage. Das sind jetzt aber nicht alles Ökos, oder? Davon gehe ich nicht aus. Also die Brauerei hat natürlich, da geht es ums Lebensmittel, aber sagen wir mal so, Spaß beiseite, Elektro. Brauerei, Bau, Holzbau, Autohandel und Service. Und gerade Autohandel und Service, die sind ja total unverdächtig, da irgendeine links-grüne Agenda voranzutreiben. Also ganz breit aus dem Handwerk die unterschiedlichsten Gewerke mit den unterschiedlichsten Einsatzzwecken. Das ist ja auch die große Stärke der Geschichte. Gut, also wenn ich mich jetzt als Handwerkschefin oder Handwerkschef ebenfalls für das Thema E-Bikes und Lastenräder interessiere, kommt natürlich schnell die Frage, wie schaffe ich mir die Dinger überhaupt an? Kaufen, leasen, abonnieren? Was ist die gängigste Methode? Gut, die gängigste Methode ist, oder das machen alle Protagonisten in unserer Story, dass sie sich einen etablierten Dienstleister am Markt gesucht haben. Da gibt es ja momentan eine Menge, die eben auf das Dienstrad-Leasing setzen und das anbieten. Da haben wir aber einen schönen niedrigschwelligen Ansatz hier auch bei Elektro-Röhe. Da war es nämlich so, dass ein Elektroinstallateur aus dem eigenen Team den Wunsch hatte nach dem Dienstrad-Leasing und der hat dann ist auf die Frau Röhe zugegangen und hat dann in einem Gespräch ihr erklärt, was denn da die Vorteile sind, zum Beispiel die Gehaltsumwandlung. Also da geht es ja um die Gehaltsumwandlung in Kombination mit dem zu versteuernden günstigen geldwerten Vorteil. Also 0,25% des Bruttolistenpreises dieses E-Bikes muss der Arbeitnehmer eben versteuern. Und so haben sie sich dem Thema genähert, die dann Unterstützung auch von den Dienstleistern bekommen. Also sehr niedrigschwellig, wie die da ins Thema eingestiegen sind. Ja, Stichwort Dienstleister. Es gibt ja mittlerweile einige Angebote und Anbieter. Wie entscheide ich mich denn für das Richtige? Klar, ein erster Schritt ist natürlich, diesen Beitrag zu lesen, aber es gibt vielleicht auch Experten, die man da konkret zu Rate ziehen kann, oder? Ja, wobei wir uns bewusst, und ich betone es nochmal, bewusst in dieser Ausgabe dagegen entschieden haben, jetzt lauter so Experten da zu Wort kommen zu lassen, weil nämlich die Handwerkerinnen und Handwerker, die da auftreten, die fünf unglaublich gute Expertisen selber schon aufgebaut haben und die eine steile Lernkurve gemacht haben und so ja alle Leserinnen und Leser davon lernen können. Zum Beispiel geht es in dem Beitrag auch so um Herausforderungen wie: Was passiert, wenn ein Mitarbeiter kündigt und die Fahrräder nicht zurückgibt? Was passiert, wenn ein Fahrrad geklaut wird und so weiter und so fort? Und da wird wahnsinnig viel Wissen jetzt von den Handwerkerinnen und Handwerkern aus der Story eben gleich mal in die Community weitergegeben. Also das sind die Experten sozusagen, die Handwerkerinnen und Handwerker selbst, ist ja auch mal was. Ja. Damit komme ich dann auch direkt schon zu meiner letzten Frage. Du kennst das schon, in zwei Sätzen, warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen? Ja, weil es Mut macht, eben neue Wege zu gehen. Und was ich einfach super finde, dass die fünf porträtierten Protagonisten da eben einfach machen. Die gehen, nehmen sich das Thema E-Bikes, wir wollen da vorankommen, wir wollen unseren Mitarbeitenden was Gutes tun und legen da einfach los. Probieren aus, machen die eine oder andere Lernkurve und das ist ja das Schöne im Handwerk, dass das einfach sehr gut funktioniert. Man entscheidet sich, man geht folgenden Weg und beschreitet ihn dann bis zum Ende und lernt dabei und das hat mir sehr gut in der Geschichte gefallen. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dir, Patrick. Also es geht nicht nur um eine grüne Alternative in Sachen Mobilität, sondern auch um eine wirklich in der Praxis sinnvolle Lösung im Handwerksalltag. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa 4 Wochen. Bis dahin alles Gute, einen schönen Spätsommer und schwingen Sie sich gerne auf Ihr Fahrrad, egal ob elektrisch oder mit Muskelkraft. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.